Panzer einsatzbereit. Okay. Okay, da haben wir ja die, da haben wir ja die Panzer. Wann geht's los? Ah, die sind aber da. Melde mich zum Einsatz. Okay, dann fahre ich die mal zusammen. Und schick die mal hier rüber. Gleich nicht an vorderster Front. Unterwegs. So, und zack. Okay, sehr gut. BBF einsatzbereit. Sehr gut. Empfang bestätigt. Ja, Kommander. Okay. Falke zur Stelle. So, Panzer könnte ich auch nochmal ein paar bauen. Jetzt geht das ja auch schneller mit den Ressourcen. Und ich glaube, die Panzer, die schicke ich direkt mal hier hin. Oha. Ein bisschen Heilung wäre ganz gut. Falke zur Stelle. Okay, die, Ah, okay. Die WBFs machen da einen guten Job, sehe ich. Das läuft auch ganz gut. Was ist los? Nein, 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 Alter. Auftrag angeben. So, zack, zack, zack. Nur hier habe ich halt noch nichts, ne? Es nähern sich weitere Zornbringer, die unsere Streitkräfte angreifen. Statusbericht? Okay, pass mal auf, dann mache ich hier. Das kriege ich hin. Platziere ich hier mal die Nova. Die kann dann vielleicht hier und da nochmal eine Atombombe abwerfen. Was liegt an? Und zu diesem Zwecke baue ich jetzt hier auch nochmal Falke zur Stelle. Zwei von den Kollegen hin. Abrufbereit. Ach, wirklich? So. Bin unterwegs. Was darf's denn sein? Aufgedankt und einsatzbereit. Zack, zack. Ach, wirklich. So, immer schön heilen. Der Rest der Flotte hat unsere Position erreicht, Imperator. Endlich. Damit können wir die Schwachstellen in unserer Verteidigung verstärken. Bringen Sie General Davis in eine der Briggs unserer Schiffe. Sie muss streng bewacht werden, unter allen Umständen. Komm, komm, komm auf! Natürlich. Yes! Ich werde alles Notwendige fahren lassen. Nice. Geil, Alter, der hat gesessen. Fette Scheiße. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Was nicht passt, wird passend gemacht. So, okay, hier werden meine Streitkräfte angegriffen. Haben wir Ausgang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keine Ahnung, wie viel ich da jetzt habe gerade. Okay, die sollen hier mal schön heilen. Okay, was haben wir denn hier noch? Der baut noch. Dann können wir nochmal 4 machen. Nicht in ihre Streitkräfte werden angegriffen. Ja, okay. Aufgedankt und einsatzbereit. Ach, wirklich. Kurs ermittelt. Status. So, Nova ist hier unten. Ja, hier unten, die haben echt ein Problem. Dann fahren wir mal schwere Geschütze. Es ist eine Falle. Die haben echt ein Problem hier unten. Ah, jetzt brauche ich weitere Depots. Mist. Ja. Was? Ah, ne, 6. 1, 2. Eins, zwei. Ihr habt euch erneut Hochlord Alarak entgegengestellt.
Ihr scheint noch törichter zu sein als gewöhnliche Terraner. Tenara? Alarak ist sich wohl zu fein, seine eigenen Schlachten zu schlagen. Eine unserer Basen wurde überrannt. Wir müssen mehr Truppen für die Verteidigung abstellen. Und zwar schnell. Oh, shit. Ja, Commander. Nein. Erwidere Feuer. Ja, Commander. Okay, ich muss hier mal eben aufräumen. Bestätige Flugroute. Es ist eine Falle. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Heilen. Es ist eine Falle. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Alter! Wer hat die Flotte gerufen? Oh! Alter! Es ist eine Falle. Hä? Die 5 ist schon weg? Alter, was? Alle Mann auf Gefechtsstation. Wer hat die Flotte gerufen? Oh je. Statusbericht? Laut und deutlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird. Oh. Was macht denn eigentlich hier? Okay, die hier oben kommen wunderbar klar. Erwidere Feuer. Vielleicht sollte ich mal ein paar von den Panzern auch hier hinschicken. Sind wir sie jetzt endlich los? Das glaube ich. Das glaube ich auch nicht. Wir haben auch so noch genug mit den restlichen Tal'darim zu tun. Dieser Kampf ist noch nicht zu Ende. Volle Kraft voraus. 1, 2, 3. Unsere DBFs werden angegriffen. Erwidere Feuer! Schieß sie los! Und nun? Nein, geht doch nicht alle. Geht doch nicht alle. Boah, Junge. Oh, sehr gut. Okay, ziehen wir mal die hier zurück. Bumm. Alle Mann auf der Fechtstation. 1, 2, 3. Ah, die machen nicht genug Schaden, verdammt. 5. Ja, Commander. Ach, wirklich? 5. 3. Nicht genug Vespingas. Was ist denn hier mit dem Vespingas jetzt los? Ich sammle doch hier schon die Blöde. Alle Mann auf Gefechtsstation. So, warte mal, wie sieht's hier aus? Hier sieht's gut aus. Phasengleiter der Tal'darim haben Kurs auf unsere Position gesetzt. Ich werde sie vom Himmel holen. Oh je. Erstmal ein bisschen heilen hier. Nova hier. Aber ich glaube, ich muss mich hier mal zurückziehen. Alle Mann auf Gefechtsstation. Das wird hier nichts mehr. Verstanden. 1, 2, 3. Zack. Okay, 4. Dahin. Ah, hier ist halt auch nur noch sehr dünne. Die ganze Zeit über hat Alarak meine Stärke getestet. Ich werde nicht versagen. Tenara wirft uns den Rest der Todesflotte entgegen, Nova. Bring mir es zu Ende. So, zieht euch mal zurück. Eine von uns beiden kann gewinnen.
Der hat gesessen. Sehr schön. Das Forschungszentrum wurde dem Erdboden gleichgemacht, Nova. Ja. Wenigstens haben sich die Wissenschaftler rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Kreuzer einsatzbereit. So, die 4. Mal Heildinger hier hin. 5. Moment. Ah, okay. Wann geht's los? Was ist das Ziel? So, die können mal, wo sind wir denn? Hier. Definitiv. Jeder schon ein Pepper. Ich glaube, das war's jetzt aber. Ich höre. Boah, Alter, krass. Boah, voll aufregend. Ja, die Forschungseinrichtung beschützen, ja. War jetzt halt nicht drin. Ich hab den doch gar nicht im Einsatz gesehen hier. Aber haben wir jetzt auch keine Zeit für. Weil eigentlich haben wir ja schon die Zeit, ne? Weil jetzt noch 10 Einheiten, die kriegen wir so oder so noch platt. Gar nicht schlecht, das Teil. Boah, Alter, macht der sogar so ein Mutterschiff platt. Könnte eng werden. Ich glaube, die machen sich gegenseitig platt. Nein, er hat gewonnen. Sehr schön. Und das war's. Die Taldarim haben hohe Verluste erlitten. Wir haben sie in die Knie gezwungen. Unsere Seite hat ebenfalls einen hohen Preis bezahlt. Rufen Sie unsere Schiffe zurück, Horner. Wir müssen nach Kahal zurückkehren. Eines unserer Schiffe antwortet nicht. Die Medusa. Davis war dort in Gewahrsam. Meinen Scans zufolge hat die Medusa bereits den Orbit verlassen. Sie ist uns entkommen. Kehren Sie auf Ihr Schiff zurück, Nova. Wir haben einiges zu besprechen. Oh je, mit Kanonen auf Spatzen. Vernichten Sie eine Mission Dunkler Horizont 300 feindliche Einheiten mit. Okay, Kreuzer einsatzbereit. Vernichten Sie eine Mission normal oder höher 15 Einheiten mit der Yamato-Kanone des schweren Kreuzers. Ja, ich war anderweitig beschäftigt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Mission so schnell zu Ende geht. Es waren jetzt noch nicht mal 27 Minuten. Schon damit gerechnet, dass das. Sehe ich nicht gern, Terranerin. Ihr habt euch heute einen mächtigen Feind gemacht. Du dir auch. Ist das so? Eure Anmaßung ist äußerst unterhaltsam. Komm nie wieder zurück. Nova, die Taldarim ziehen sich zurück, aber der Schaden ist hoch. Jetzt wird es noch schwerer, das Volk zu überzeugen, dass Außerirdische keine Gefahr sind. Genau deshalb haben die Verteidiger der Menschheit die Protoss auch angegriffen. Davis wird alles daran setzen, die Unterstützung der Öffentlichkeit zu erlangen. Koste es, was es wolle. Genau wie mein Vater. Davis wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Finden und verhaften Sie sie, damit sie vor Gericht gestellt werden kann. Verhaften? Das haben wir schon versucht. Vergeblich. Es gibt nur einen Weg, sie zu stoppen. Nein. Ich habe öffentlich erklärt, dass Davis sich vor Gericht verantworten muss. Bringen Sie sie mir lebend, Nova. Ja, Imperator. Nova, unsere Befehle sind recht eindeutig. Die sieht mir nicht so aus, als würde die auf Befehle noch viel geben gerade. Es ist bereits Stunden her, seitdem wir den Kontakt zu Davis Schiff verloren haben. Aber hier ist ein Notruf von der Zerroswerft. Ein Schiff der Liga, das Feuer auf den Rest der Flotte eröffnet. Davis, bringen Sie uns hin.
getrocknete Pflaume, die Davis. Die Zeros Werft ist ein strategischer Stützpunkt der Liga. Dort werden im Kampf beschädigte Gorgonenkreuzer repariert. Die Koordinaten der Werft sind geheim, aber Davis kennt sie. Und die Führungsriege der Verteidiger unterstützt sie immer noch. Aber was hat sie vor? Scheinbar hat sie ihr Schiff verlassen, um den Xanthos zu aktivieren. Eine experimentelle Kampfmaschine mit einem Arsenal schwerer Waffen. Sie wird mit der Flotte kurzen Prozess machen. Ohne die Schiffe kann Valerian den Zusammenhalt der Liga nicht sichern. Wie schalte ich den Xanthos aus? Der Xanthos trägt eine Prototyp-Panzerung, die direkten Angriffen widersteht. Aber durch fokussierte Angriffe auf die Waffen können sie sie deaktivieren und ihn zum Rückzug zwingen. Bei der Reparatur ist der Xanthos verwundbar. Sie werden sich dafür vermutlich an einen sicheren Ort zurückziehen. Wenn sie dann ihre Verteidigung durchbrechen, haben sie die besten Chancen, ihn zu zerstören, Nova. Natürlich. Ich kümmere mich drum. Wie immer. Der Xanthos, das ist doch Megatron, oder? So der alte, nicht der Michael Bay Megatron. Nach einer langwierigen Schlacht konnten Liga-Streitkräfte die Protoss-Flotte auf Varduna zurückschlagen. Augenzeugen zufolge kämpften einige der Verteidiger der Menschheit gemeinsam mit der Liga, was bedeuten könnte, dass sie erneut dem Imperator ergeben sind. General Davis konnte offenbar entkommen. Für Angaben zu ihrem Aufenthalt wurde von Seiten der Liga eine Belohnung ausgesetzt. Die könnten wir eigentlich noch schnell abstauben, oder? Achso, wir sind ja die Liga. Verdammt. So, keine neue Ausrüstung, keine neue Technologie. Ich würde es auch so belassen wollen. Und ergo starten wir die Mission. Der Xanthos. Ich bin Xanthos. Gott, ist der riesig. Ich finde das aber ganz cool, dass man hier ab und zu mal so, ja, fast schon so Endgegnerkämpfe hat. Der Xanthos befindet sich derzeit hier, Nova. Admiral Horners Truppen haben bei den angedockten Gorgonenkreuzern Stellung bezogen. Ich habe mir gedacht, dass es nützlich sein könnte, nochmal die Frequenzen der Verteidiger abzuhören. Machen Sie sich bereit zum Ausrücken! Eher werden wir für Arcturus sterben, als seinem Mörder zu dienen. Wie bitte? Wann geht's los? Wie bitte? Geiler Kommentar, Alter. Ich höre! So, platzieren wir die direkt mal hier. Lauter! BBF bereit! Bitte bestätigen. Den... Zack, zack. So, machen wir aus denen die Gruppe 6. Und die sollen dann direkt mal 1, 2, 3. General, wir haben Gesellschaft. Es ist der Ghost, der entkommen ist. Oh. Natürlich. Wir werden uns um sie kümmern. Das möchte ich sehen. Hä? Ist einer aus der Gruppe 6 rausgeflogen? Egal. So, hier machen wir wieder ein Tech-Labor rein, würde ich sagen. Hier auf jeden Fall auch. Hier machen wir einen Reaktor rein. Schau. So, dann platziere ich die doch mal da. So. Zack. Und zack. Na komm, hier. Ah, sehr schön. 1, 2, 3. Gleich mal das Einheitenlimit anständig erhöhen. Nova hier. Ich hab so viel Liebe zu geben. Ja, und ich erst. Erweiterung fertiggestellt. Okay, sehr gut. Ist mir auch gerade eingefallen, dass ich zuletzt gar nicht hier diese... dieses Verbesserungsgebäude genutzt habe, ne?
Raumhafen, Waffenlager. Was? Oh, bitte? Shit. Ist klar. Okay. Wird gemacht. Alles klar. Alles klar. Zack. So, nicht genügend Mineralien. Packen wir die mal da rein. Die bleiben dort. So, haben wir hier noch irgendwo einen Aufgang, wo die total überraschend aufkreuzen können? Nein. So, du fährst mal dahin. Was ist das Ziel? Du fährst mal dahin. Zack. Ich höre. Und zack. Los, los, los! Rücken Sie mit dem Xanthos vor und greifen Sie einen Gorgonenkreuzer an. Hm. Was brauche ich denn hier jetzt? Ich brauche noch einen Fusionskern, verdammt. Kapiert. Und das. Meine Scans zeigen, dass der Xanthos auf einen Gorgonenkreuzer zuhält. Machen Sie sich bereit, ihn zu kontern. Er aktiviert einen Flammenwerfer und eine panzerbrechende Magnetkanone. Klar, mache ich jetzt mal eben schnell. Was? Wie soll ich das denn jetzt... Boah, ist ja auch noch schnell. Wie soll ich den denn bitte kontern, verdammt? Mit was? Schon erledigt. Der macht mich doch platt.